Bei der internationalen österreichischen Kurzbahnmeisterschaft ging es nicht nur um den heimischen Titel, sondern auch um die Qualifikation für die Mitte Dezember stattfindende Kurzbahn-EM in Dänemark. Mit insgesamt 5 Meistertiteln und einem neuen österreichischen Rekord über 100 Meter Freistil bestätigte Birgit Koschischek ihre gute Form. Die Zeitsoldatin vom SVS Schwimmen hat auch für die EM große Ziele. Naja, letztes Jahr war ich 5. Also das würde ich gern toppen. Aber bis dahin ist ja ein weiter Weg noch. Im Endeffekt muss ich den Vorlauf überleben, dann das Semifinale. Und wenn ich im Finale bin, schaue ich, dass ich eine bessere Platzierung als im 5. erreiche. Insgesamt waren 160 Schwimmerinnen und 199 Schwimmer aus 60 Vereinen am Start. Auch internationale Stars wie der ungarische Europameister László Csét nutzten die Möglichkeit, ihre Form zu überprüfen. Mit dabei in Dänemark ist der Shootingstar des heutigen Jahres, der Mödlinger Sascha Subarski. Im Juli holte er noch eine Silbermedaille bei der Jugend-EM. In Wiener Neustadt wurde er bereits Meister über 50 Meter Schmetterling in der allgemeinen Klasse. Also ich habe im Fernsehen schon oft beobachtet, wie es so bei einer EM oder WM läuft. Und es ist einfach immer eine irrsinnige Stimmung dort. Und ich bin froh, dass ich es diesmal auch live erleben kann und dass ich auch sozusagen Unterstützung von Zuschauern bekomme und einfach, dass ich merke, dass jemand hinter meinem Rücken steht und mir dieses Gefühl vermittelt, dass ich gut gearbeitet habe und dass mein Land stolz auf mich sein kann. Neben Birgit Koschischek konnte auch Jördis Steinecker und Jakob Mali jeweils 5 Meistertitel holen. Der für die SU Eisenstadt startende Mali übersiedelte im September für Training und Studium nach Minnesota in die USA. Das Umfeld ist natürlich riesig und man wird darauf geschaut, dass man nicht nur sportlich sich entwickelt, sondern auch in der Schule. Und auch die Trainer und das ganze Umfeld versuchen natürlich den Sportler auch in der Hinsicht zu unterstützen. Zur EM wird Mali aber nicht mitfahren. Also ich habe mir die Tür im Sommer offen gelassen, weil ich gedacht habe, vielleicht geht es sich aus. Aber ich habe in 2 Wochen 2 große Prüfungen und ich kann von der Uni nicht weg. Insgesamt konnten 13 Schwimmer bzw. Schwimmerinnen das geforderte Limit für die Europameisterschaft vom 12. bis 15. Dezember im dänischen Herning unterbieten.